Joey, die beiden anderen sind, glaube ich, im Arbeitszimmer. Bei dir sieht es irgendwie so ein bisschen hölzern aus. Wo treffen wir dich gerade an? Ja, es ist nicht in der Sauna, sondern es ist bei mir in der Scheune. Die ist ausgebaut, aber die ist nicht geheizt. Deswegen habe ich eine schöne Jacke an. Nimm uns doch mal mit. Zeig uns doch mal ganz kurz, wie es da aussieht bei dir. Okay, warte mal. Ich muss die Stecker rausziehen. Ich hoffe, wir haben noch ein Netz in den anderen Raum. Wir haben hier einen Flipper, kann man spielen. Oh, super. Yeah. Sehr cool. Ist, ist eine, ist aber fett, würde ich sagen. Ja, das ist... Scheune, das ist ja heftig. Ich kann hier vorne noch was sehen. Es ist nicht so schön. Es ist eigentlich total doof. Ja, total doof. Sieht aus in der, wie in der Garage bei James Bond, würde ich sagen. Aber ich lebe nicht hier, es ist ein Eventhof. Was ist mit dem Klavier im Hintergrund? Kannst du uns nicht mal ein Ständchen hier so ein Intro spielen für unsere Show? Ich spiele kein Klavier, sondern halt mein Sohn spielt Klavier. Okay. Schade, dass der Sohn nie in der Nähe ist, wenn man ihn braucht. Der ist in der Schule, der macht Abi. Ja, Guido, was würdest du sagen, wenn man sowas sieht? Irgendwie haben wir was falsch gemacht, ne, oder? Also, deine Armut kotzt uns alle an, aber das ist... Was mich am meisten gefreut hat, dass du eine Ente da stehen hast, weil meine Eltern hatten früher zwei und wir sind mit der Ente in Urlaub gefahren früher, spektakulär, und deswegen ist das immer noch in meiner Kindheitserinnerung ein tolles Auto. Ja, eine Frau achtet ja immer auf Einrichtungen, das hat er sich da ganz nett gemacht, der Joey, oder? Einrichtung, ich habe eher auf die Autos geachtet, denn ich bin Fußballfan und Autofan und meine Mutter hatte auch eine Ente früher, aber das war gar nicht so lustig. Wir sind jeden Morgen auf der Kreuzung verreckt und 3 Millionen Autos standen hupend um uns rum, das war furchtbar.